Das ist Walter. Walter ist ein Christ. Aber warum ist gerade das Kreuz zum Symbol des Christentums geworden? Warum hängen Kruzifixe in den Herrgottswinkeln? Steht es nicht für das grausame Ende des Gottessohnes? Warum nicht Figuren vom Auferstandenen, die uns die Katastrophe vom Karfreitag vergessen lassen? Wie und warum im Kreuz das Heil und die Erlösung für uns Menschen liegen, wollen wir im Folgenden untersuchen. Erinnern wir uns. Die Schöpfung ist ein freier Akt Gottes, zu seiner Ehre und Verherrlichung geschaffen. Der Mensch ist gerufen zur Teilnahme am göttlichen Leben. Die Freiheit ermöglicht jedoch nicht nur die liebende Hinwendung zu Gott, sondern auch die Abkehr von ihm. Die Freiheit kann geringere Güter dem höchsten Gut vorziehen. Und ein solcher Gebrauch der Freiheit steht am Beginn der Menschheitsgeschichte. Diese Ursünde bedeutet eine Entfremdung des Menschen von Gott. Doch Gott will das Heil des Menschen. Und sein Plan umfasst die beiden uns schon bekannten Aspekte der Gerechtigkeit und der freien Entscheidung. Im Alten Bund wird dies vorbereitet. Gott offenbart sich und der Mensch anerkennt Gottes Herrschaft durch Kult und Opfer. Im Opfer wird Gott eine kostbare Gabe dargebracht. Nicht, weil Gott tatsächlich eine solche Gabe braucht, sondern vielmehr, weil der Mensch darin Gottes Herrschaft und Vorrang adäquat zum Ausdruck bringt. Das Erste, Wichtigste, das Beste wird Gott übergeben, um auszudrücken, dass er die erste Stelle einnimmt. Eine zusätzliche Dimension, jene der Sühne und Versöhnung, hat das Opfer, wenn man diese Ordnung verletzt hat und sie dadurch wiederherstellen will. Der Gedanke eines Opfers klingt für den modernen Menschen irgendwie fremd. Ja, wenn es Gott doch nicht braucht, macht es keinen Sinn. Warum bringt man ihm dann Opfer dar? Richtig, Gott braucht es nicht. Aber der Mensch braucht es. Es entspricht seinem körperlichen Wesen. Das Innere wird durch Gesten und Zeichen nach außen gebracht. Auch heute verschenken wir aus diesem Grund Blumen zum Ausdruck unserer Liebe oder beugen das Knie vor der Nase der Angebeteten. Liebe ist etwas im Inneren, aber wir bringen sie durch Zeichen zum Ausdruck. Es entspricht also der Natur des Menschen, das Innenliegende nach außen hin auszudrücken. Darum findet man auch das Opfer unter verschiedenen Formen in praktisch jeder religiösen Strömung dieser Welt. In der jüdisch-christlichen Tradition ist das Opfer im Sinne der vorangegangenen Erklärungen eine Huldigung und Ehrerbietung Gottes. Das Beste und Erste wird Gott übergeben und dadurch seine Vorrangstellung zum Ausdruck gebracht. Denn das Opfer steht stellvertretend für die innere Hingabe des Menschen. Es ist in seinen verschiedenen Formen Huldigung, Dank, Sühne und Bitte. Es ist Zeichen und Besiegelung eines Bundes. In diesem Sinne opferten Abel und Abraham. Es ist auch der Sinn, der den mosaischen Opfervorschriften zugrunde liegt. Unter den Opfern Israels war eines der eindrücklichsten gewiss das Schlachten der Lämmer zum Passra-Fest. Das Fest gedenkt dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Um von der letzten der 10 Plagen verschont zu bleiben, sollte jede israelitische Familie abends ein männliches, einjähriges, fehlerloses Jungtier von Schaf oder Ziege schlachten, mit dessen Blut die Türpfosten bestreichen und es dann braten und gemeinsam vollständig verzehren. Diesem Auszug wurde später jährlich am Pascha-Fest gedacht. Jede Familie ließ an diesem Fest im Tempel in Jerusalem ein Lamm schlachten, um es dann nach den Vorschriften zu verzehren. Die großen Opferfeste Israels waren sehr beeindruckend. Zur Zeit Jesu hatte Jerusalem geschätzte 25.000 Einwohner. Zum Pascha-Fest jedoch geht man von bis zu 150.000 Menschen aus, die dann in und um Jerusalem zusammenkamen. Zehntausende Lämmer wurden zu diesem Fest im Tempel geschlachtet. Für uns Christen ist es kein Zufall, dass das Sterben Jesu mit genau diesem Fest zusammenfällt. Er ist das wahre Lamm Gottes, das einzige Pascha-Lamm. Es ist sein Blut am Holz des Kreuzes, das unser Leben rettet. Okay, aber können wir wirklich sagen, Jesu Tod sei ein Opfer? Ein Opfer, so haben wir gesagt, ist eine kostbare Gabe für Gott, mit der wir ihn ehren und seinen absoluten Vorrang anerkennen. Die sichtbare Gabe ist dabei zuallererst nur einmal ein äußeres Zeichen für die innere Hingabe.
Daher bezieht jedes Opfer seinen ersten Wert aus der inneren Haltung, der Gesinnung, mit der es dargebracht wird. Im Alten Testament wird wiederholt darauf hingewiesen, dass es etwa in den Psalmen heißt, eure Brandopfer gefallen mir nicht, eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. Warum? Weil sie nicht in der rechten Gesinnung dargebracht werden. Seinen zweiten und man möchte fast sagen sekundären Wert hat das Opfer durch die Kostbarkeit der dargebrachten Gabe selbst. Denken wir an die Witwe in den Evangelien, welche die einzige Münze opfert, die sie besitzt und dabei nach den Worten Jesu viel mehr gibt als jemand, der große Summen aus seinem Überfluss spendet. Es geht also beim Opfer kurz gesagt um das, was gegeben wird, aber vor allem um das, wie es gegeben wird. Was wird nun von Christus gegeben? Sein unschuldiges Leben. Wie wird es gegeben? In vollkommener Liebe zum himmlischen Vater. Mehr kann man nicht geben und besser kann man nicht geben. Liebe und Hingabe stehen immer in einem Zusammenhang. Wenn wir zum Beispiel einen Menschen gern haben, sind wir bereit, mit ihm Zeit zu verbringen. Wenn unsere Liebe wächst, teilen wir auch gerne unseren ganzen Besitz. Wenn unsere Liebe vollkommen ist, würden wir für diesen Menschen sogar unser Leben einsetzen. Die Liebe Christi geht nun nicht nur noch weiter, weil er auch für seine Verfolger das Leben hingibt. Sie übersteigt alles, weil Christus der Sohn Gottes ist und damit seine Liebe die Liebe Gottes ist. Das gibt dem Opfer, das heißt der Hingabe Christi, einen unübertreffbaren Wert. Genau darin liegt die Krux. Wenn wir uns fragen, warum Christen im Kreuz die Erlösung sehen, wie sich im scheinbaren Scheitern und im grausamen Tod und eben genau darin Gott als Liebe offenbaren soll. Warum genau das, um mit dem Evangelisten Johannes zu sprechen, die Stunde der Herrlichkeit Gottes ist. Wer darauf noch eine Antwort sucht, der hat sie hier gefunden. Liebe ist Hingabe. Und am Kreuz gibt sich der vollkommene Gottessohn auf vollkommene Weise. Er setzt einen Akt der Liebe, der unendlichen Liebe des Gottessohnes. Er setzt diesen Akt allem Hass der Welt entgegen. Dieser Akt hat die Kraft, jede Sünde aufzuwiegen. Denn was ist Sünde, haben wir gesagt? Sie ist ein Mangel, ein Fehlen von Liebe. Sie zerstört die Einheit mit Gott und kann durch die begrenzte menschliche Liebe nicht aufgewogen werden. Allein das Opfer des Gottmenschen Christus, der für uns Menschen sein Leben hingibt, vermag alle Sünden aller Zeiten, aller Menschen aufzuwiegen und so uns wiederherzustellen. Das Kreuz ist also nicht ein Scheitern, auf das Gott sei Dank die Auferstehung folgt, sondern das Kreuz selbst ist bereits der Triumph der Liebe über den Hass. In der Auferstehung wird dieser Triumph lediglich für uns sichtbar. In der vollkommenen Hingabe Christi am Kreuz, in diesem vollkommenen Opfer, ist also das Heil und die Erlösung. Dieser Gedanke ist ungemein wichtig für das rechte Verstehen des Kreuzes, auch in unserem eigenen Leben. Das Kreuz ist nicht ein Scheitern. Es ist auch nicht der Blitzableiter für den Zorn Gottes, der seinen eigenen Sohn für die Strafen unserer Sünden zerschmettert, wie Martin Luther es verstanden hat. Gott muss sich nicht abreagieren, damit wir vor seinem gerechten Groll verschont bleiben. Das Kreuz ist Zeichen der Liebe und Hingabe. Und genau darin finden wir seine erlösende Kraft. Der Sohn, der die Menschennatur angenommen hat, schenkt sich dem Vater. Er nimmt die Menschheit gleichsam mit hinein in seine Hingabe an den Vater, mit dem er auch am Kreuz innig verbunden bleibt. Warum sagt Jesus dann aber am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das nicht ein klarer Ausdruck der Gottverlassenheit? Im Gegenteil, mit diesen Worten zitiert Christus am Kreuz die Anfangsworte vom Psalm 22. Diese Dichtung, die Jahrhunderte vor Jesu Hinrichtung geschrieben wurde, spricht in vielen Details vom Leiden des Gottesknechtes. In diesem Psalm heißt es etwa: Sie durchbohren mir Hände und Füße, man kann all meine Knochen zählen. Sie gaffen und weiden sich an mir, sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Ganz klar sehen wir die Parallelen zum Tod Christi. Und der Psalm endet nicht in der Beschreibung dieses Leidens, sondern in der Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Denn der Herr regiert als König. Er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde. Vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Meine Seele, sie lebt für ihn. Mein Stamm wird ihm dienen. Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen. Seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk, denn er hat das Werk getan.
Mit dem Hinweis auf diesen Psalm gibt Jesus den Menschen unter dem Kreuz zu verstehen, dass er nicht gescheitert ist, sondern dass er genau darin die Heilstat, das Werk der Erlösung vollbracht hat. Seine Hingabe, die Liebe des Gottessohnes, der für uns durchbohrt wurde, in ihr liegt die Erlösung des Menschen.